ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt ungewöhnliche Ideen erfolgreich umgesetzt. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die irgendwann mal irgendwas ganz Verrücktes sich ausgedacht haben und dann auch die Kraft gehabt haben und vielleicht auch das Durchhaltevermögen, die Sache dann zu realisieren. Beispielsweise vor ein paar Wochen hatte ich hier einen Anrufer, der hat mir erzählt, dass er eine Kneipe für Windelfetischisten in Norddeutschland aufmachen wollte und auch aufgemacht hat. Dann könnte ich mir vorstellen, dass es sicher auch Ideen für sehr ungewöhnliche Lebensformen gibt, wie man vielleicht mit mehreren Partnern zusammenlebt oder ob man vielleicht eine Nackt-WG gründet und das dann eben auch durch umsetzt, was man sich vorher ausgedacht hat. Es gibt sicher auch viele ungewöhnliche Ideen im Bereich Liebe und Erotik, die man dann auch umsetzen kann und vielleicht auch das entsprechende Resultat hat. Also ich möchte gerne mit euch über ungewöhnliche Ideen reden, die ihr erfolgreich umgesetzt habt. Vielleicht nicht dauerhaft erfolgreich, aber für eine Weile erfolgreich. 0800 220 5050, das ist unsere Telefonnummer und die ist kostenfrei, natürlich wie immer. Oder ihr könnt uns mailen unter domian@wdr.de. Bin sehr gespannt, was ihr mir heute Nacht hier erzählen werdet. Der erste Anrufer, das ist der Bernhard. Bernhard ist 41 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Jürgen. Morgen, Bernhard. Tja, ja. Ich habe auch mit Liebschaften zu tun, aber es handelt sich eher um Tauben. Um Tauben? Ja, ich habe bis vor 2 Jahren die Antibabypille für verwilderte Stadttauben getestet. Ach, aber du hast sie nicht erfunden. Nein, ich habe sie nicht erfunden, aber ich habe sie als Tierarzt im Auftrag eines Biochemikers, der mir das zur Verfügung gestellt hat, getestet in 10 Jahren in verschiedenen Städten hier in Norddeutschland. Und über 10 Jahre hast du das gemacht? Ja. Über 10 Jahre. Wie verabreicht man die Antibabypille einer Taube? Wie macht man das? Naja, das war halt schon... Das ist wahrscheinlich ein Antibabykorn, ne? Körnchen oder sowas. Ja, genau. Das muss man sich so vorstellen. Die hatte ungefähr so die Form von so einer Schälerbse. So. Ja, und, damit die Taube denkt, das ist eine Schälerbse. Genau, das ist halt attraktives zum Fressen. Aber innen drin war letztendlich ein Kunststoffkern. Und dieser Kunststoffkern hat also einen weiblichen Hormonanteil und einen männlichen Hormonanteil gehabt. Ja. Und diese, wenn die Taube, da die Taube ja eher dumm ist, da drauf beißt, kapiert sie nicht, das ist jetzt keine Schälerbse, sondern sie schluckt das Ganze einfach runter. Richtig. Und da hat man dann halt berücksichtigt, dass natürlich Tauben Körnerfresser sind und auch eben einen Muskel- und einen Körnermagen haben. Und diese Pille liegt dann eben in dem Magen der Taube und wird immer durch diese kleinen Steinchen, das kennt man ja als Geritt, also dass die auch immer Steinchen mit auffressen, wird dann eben immer abgerieben und dementsprechend wird der Wirkstoff dann über einige Wochen, Monate, je nachdem wie die Jahreszeit ist, freigegeben. Wirkt denn dieser Wirkstoff nur bei den Taubenfrauen? Nein, also durch diese durch zwei Hormonkomponenten, die wir da reingebracht haben, wurde also auch das männliche Tier dann davon betroffen und das wurde dann unfruchtbar, oder? Genau, es wurde dann für ein paar Wochen, wurde dann das Tier, das das halt gefressen hat, unfruchtbar. Und man musste dann halt immer nur wieder regelmäßig das nachfüttern. Was sehr aufwendig ist. Ja, das war organisatorisch sehr aufwendig, weil natürlich auch einige Städte da halt sehr restriktive Verbote hatten. Und man musste dann immer mit Ausnahmegenehmigungen und so weiter arbeiten. Das war sehr anstrengend. Kurze Zwischenfrage, wenn das bei den Taubenmännern so funktioniert, dass die da so ein Pillchen schlucken und die sind nicht mehr fruchtbar, warum funktioniert es bei den Menschenmännchen nicht? Tja, das ist eine gute Frage. Also die kann ich dir so nicht beantworten, weil ich eher aus der Tiermedizin Okay, ich dachte, du wüsstest das zufällig, das hätte ja sein können. So, du hast es 10 Jahre lang gemacht. Ja. Das ist ja schon ein langer Abschnitt deines Lebens, wo du dich dann mit Tauben und deren Physiologie auseinandergesetzt hast. Fortpflanzung. Ja. Hat es was gebracht? Ja, es hat sehr wohl was gebracht und ich habe also diese Ergebnisse dann noch irgendwann dann mal in so einer wissenschaftlichen Arbeit zusammengekleistert und habe dann einen ungewöhnlichen Weg gemacht, habe die Arbeit abgegeben und werde nun Lehrer. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber du bist Tierarzt, sagt der Beruf. Und du wirst Lehrer an einer normalen Schule? Nee, berufsbildende Schule. Warum? Weil diese Pille eben nicht zugelassen wurde und es hatte halt sehr mysteriöse Gründe damals, die wir auch schlecht
hinterfragen konnten. Das war einmal politisch bedingt und andererseits waren auch die einige größere Pharmafirmen da sehr Interessierte dran und haben dann dafür gesorgt, dass uns halt sehr viele Steine in den Weg gelegt wurden. Also zum Beispiel wurde uns dann halt gesagt, sie haben ja gar nicht genügend lange getestet, ob diese so eine verwilderte Stadttaube davon nicht vielleicht Migräne kriegt. Aber die Industrie wiederum muss doch eigentlich Interesse daran gehabt haben, das denn in großem Maße zu verkaufen, die Dinger. Ja, aber die hatten ja alle ihre eigenen Produkte, so, die jetzt nicht auf dieser Hormonbasis gearbeitet haben. Und dann wären natürlich die ausgehebelt worden. Also de facto ist es so, dass die Vermehrungszahl der Tauben schon erheblich zurückgegangen ist. Ja, drastisch zurückgegangen. Drastisch sogar. Ich habe dann immer mir noch die Arbeit gemacht, das nicht nur immer auszustreuen in so abgesperrten Bereichen in verschiedenen Städten, sondern habe dann auch noch immer Hunderte an Taubennestern dann aufgesucht und dokumentiert und die Eier rausgenommen, aufgeschlagen, habe geguckt, ist da überhaupt eine Befruchtung genau. da? Genau, ich wollte mich sagen, wie kann man das überhaupt dann rauskriegen, ob die sich dann nicht doch vermehrt haben? Weil man eben vorher, wie so eine Landkarte, man hat sich so eine Kartografie halt erstellt und die ganzen Taubennester, die dann immer so in 3 bis 5 Meter Höhe waren, die hat man dann immer alle 14 Tage abgeklappert und das eben jetzt fast 10 Jahre lang, ja. Hast du das alleine gemacht, aber wahrscheinlich in einem Team, oder? Ja, ich hatte dafür 2, wie man so schön sagt, so Taubentantchen, 2 ganz liebe Damen, jetzt in diesem Falle aus Hannover, die sind dann immer mit so einem kleinen Wägelchen, so einem Kartoffel-Ferrari immer hinter mir dann hergezuckelt und haben dann immer dann die Leute ein bisschen abgelenkt, weil die dann auch immer ziemlich da sich aufgeregt haben und dann haben die dann immer die Eier eingesammelt und dann habe ich die dann zur Hochschule gebracht und die wurden dann da eben getestet, ob sie befruchtet waren oder nicht oder eben ob die Nester, die ich als aktiv herausgefunden habe, ob die überhaupt belegt waren. Ja, das war im kommunalen Auftrag hast du das gemacht? Also die Städte haben nee, das war es war ein Versuchsverfahren, um halt die Wirksamkeit zu testen. Das hat halt die Tierärztliche Hochschule Hannover in Verbindung mit dem Tierschutzverein Hannover in Auftrag gegeben. Und die haben dann dafür Geld. Aber das ist ja schon absurd. Da wird so ein Ding 10 Jahre getestet, was ja eine irre lange Zeit ist. Das hat ja auch sehr viel Geld gekostet. Also die letzten 6 Jahre nicht mehr, weil ich das in Eigenregie weitergemacht habe, weil halt dann diese Mittel, die mir zur Verfügung standen, an der Uni dann ausgelaufen sind. Und dann musste ich mir halt überlegen, was mache ich weiter mit meinem Leben. Achso, du warst so interessiert daran, hast gesagt, jetzt ziehe ich das auch weiter durch. Genau, und habe das dann auch zum Abschluss gebracht und ja. Ist denn jetzt definitiv ein ganz, ich glaube, in Köln war das auch mal irgendwie Diskussionsthema, ich kann mich nicht erinnern. Irgendwie kann ich mich schon grob erinnern, weiß aber nicht genau, was raus geworden ist. Ist denn diese Variante mit der Pille für Tauben jetzt gänzlich in ganz Deutschland vom Tisch? Ist deswegen vom Tisch, weil sie keine bundesweite Zulassung bekommen hat. Und das deutsche Arzneimittelrecht ist sehr, sehr streng. Ja. Und wir haben das ja innerhalb in so einer Sondererlaubnis, in so einem Versuchsverfahren halt testen können, haben auch die Wirksamkeit eben dokumentiert und nachgewiesen. Aber ja, weil halt keine bundesbehördliche Zulassung da ist, geht's nicht. Aber ich habe schon verstanden, das Aufwendige an dieser Methode wäre, dass man das ständig machen muss, dass man die ständig nachfüttern muss. Aber wir hatten schon ein super Netzwerk uns ausgedacht. Also wir haben natürlich jetzt nicht an so militante Tierschützer gedacht, sondern an Leute, die auch eben halt da mit konform gehen, dass man also, dass es eine sanfte Art der Reduzierung ist und das geht natürlich nicht von heute auf morgen. Ja, ich glaube, dass alle Tierschützer dem zugestimmt haben, ne? Oder? Gab es da auch welche, die... Richtig. Nee, also es gab ein paar, zum Beispiel ich hatte eine Zeit lang mal in Göttingen da gearbeitet und da hat uns dann der BUND also Probleme bereitet, weil die natürlich Angst hatten, dass ihre Turmfalken... Ach so, keine Tauben mehr zu futtern haben. Ja, aber das hat sich dann schnell erledigt, weil die Tauben... Stimmt, wir haben hier in Köln am Kölner Dom auch ein paar Falken und deren Metastisch ist mal reichlich gedeckt, weil wir natürlich auch viele Tauben haben und die brauchen wir einmal untersausen und dann... Ja, aber das tun sie in der Regel nicht und Gott sei Dank haben wir dann nachweisen können, dass ungefähr ein Turmfalke pro Monat circa 300 Tauben fressen müsste, um genügend Tauben aufzunehmen. Ganz genau. Also leben wir weiter mit der Taubenplage? Oder es gibt irgendwie radikalere Mittel, die ja natürlich dann auch zum Aufschrei rufen. Alles nicht. Also auch das Abschießen brächte nichts, weil dann ist das wie so ein Staubsaugereffekt. Dann kommt von der Peripherie, kommen dann ganz viele Tiere danach und dann gibt es
dann vermehren die sich mehr als vorher. Das ist also alles absurd letztendlich. Also das passt aber wirklich dann in unser Thema. Eine ungewöhnliche Idee erfolgreich umgesetzt, allerdings letztendlich nicht erfolgreich, weil politische Sachen dagegen. Aber du hast es erfolgreich umgesetzt. Allerdings. Da bin ich sehr froh und stolz drüber und bin da heute immer noch. Großteil deines Lebens damit verbracht. Das ist schon sehr, sehr bizarr, finde ich. Und jetzt ist der Bernhard Lehrer. Nein, ich bin kurz vorm Ende. Also ich bin noch im Referendariat in den letzten Zügen und hoffe dann endlich so meinen beruflichen Frieden gefunden zu haben. Ich drücke die Daumen und danke für den Anruf. Ja, gern geschehen. Tschüss Bernhard. Tschüss. Unser Thema, falls ihr gerade zugeschaltet haben solltet, heißt ungewöhnliche Ideen erfolgreich umgesetzt. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die mal irgendwann eine ganz verrückte Idee hatten, eine ungewöhnliche Idee, wo vielleicht alle Leute gesagt haben, ach komm, vergiss es, das kann man gar nicht machen, das kann man nicht umsetzen, aber ihr seid doch zäh und tapfer und ihr habt es gemacht und es war dann auch erfolgreich. Vielleicht nicht dauerhaft, wie wir es gerade gehört haben, aber für eine Weile hat es funktioniert. Erfolgreiche Ideen, ungewöhnliche Ideen erfolgreich umgesetzt. Hier ist Ulf und Ulf ist 35 Jahre alt. Hallo Ulf. Hallo Jürgen. Hallo Ulf. Hallo. Was für eine Idee handelt es sich bei dir? Tja, wir haben letztes Jahr in Tschechien ein Erotik-Callcenter aufgemacht. In Tschechien ein Erotik-Callcenter? Genau. Ist das so eine ungewöhnliche Idee, das in Tschechien aufzumachen? Oder war es einfach eine Marktlücke? Ja, das war eine Marktlücke für uns. Ja. Und meine Frau ist Tschechin. Und wir haben dann halt letztes Jahr entschieden, okay, kurzerhand, wir gehen nach Prag und machen da jetzt einen Callcenter auf. Also die klassische Telefonsex-Geschichte? Telefonsex für Männer und Frauen. Und jetzt nehmen wir auch noch Astrologie hinzu. Ach so. Also alles in allem, ein bisschen Astrologie auch noch, die Zukunft, dazu ein nettes Nümmerchen so in der Fantasie schieben. Rufst du aus Prag jetzt auch an? Nee, also wir sind momentan noch in Deutschland, ja. Aber wir werden dann, jetzt im April werden wir nach Tschechien ziehen. Aber die Sache läuft ja jetzt schon, permanent. Die Sache haben wir letztes Jahr im Mai angefangen, ja. Und jetzt mittlerweile sind wir schon 25. Ach, 25, ich höre immer so genau hin, weil die Leitung so schlecht ist. Ihr seid 25 Leute schon, die da sitzen. Genau. Und das mal. Gibt es denn in Tschechien keine große Konkurrenz diesbezüglich? Nee, also das ist halt, der osteuropäische Markt hat noch so viel Potenzial. Ja. Und wir haben einfach gesagt, okay, wir starten einfach und mal gucken einfach, wie es läuft. Und es ist einfach so gut hingeschlagen. Das ist ja erstaunlich. Ich hätte gedacht, dass das längst da auch schon wie Pilze aus dem Boden geschossen ist. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Mhm. Also es ist zum Großteil das Problem der Sprache, ja. Also viele Firmen haben halt eine gewisse Hemmschwelle, um halt, sagen wir mal, in die osteuropäischen Länder zu gehen, ja. Die Sprache halt recht schwierig ist. Also Tschechisch selber ist also eine der schwierigsten Sprachen überhaupt. Klar, ihr müsst euch dann Leute einkaufen, die ja Einheimische einkaufen. Ja, klar. Du wirst dich da nicht hinsetzen können und anfangen. Nein, also ich bin ja auch sehr froh, dass meine Frau da, sagen wir mal, aus Tschechien ist. Und aber ist sie denn auch aktiv am Telefon oder ist sie nur die Geschäftsfrau? Nein, also wir machen das Geschäft. Ja. Und nein, also wir leiten sozusagen die Firma, aber meine Frau selber telefoniert nicht. Ne? Sie telefoniert nicht selbst. Ja. Kann man denn in Tschechien mit dieser Sache so viel Kohle machen wie in Deutschland? Gut, also der Markt ist, sagen wir mal, vielleicht ein Achtel von dem, was es in Deutschland ist. Ja. Mhm. Aber ich sag mal, man kann auf jeden Fall trotzdem noch gutes Geld verdienen. Ja, jetzt muss ich frage dich jetzt mal völlig indiskret, wenn du nicht antworten willst, ist das völlig egal oder ist das nachvollziehbar? Was kommt denn da so im Monat für euch rum? Also ich denke einfach mal, es ist im sechsstelligen Bereich. Im sechsstelligen Bereich? Ja, im Jahr. Im Jahr? Ich dachte im Monat schon. Nee, um Gottes Willen, nicht im Monat. Also die Umsätze schon, aber ja. Nicht am Gehalt, ja. Ist denn, ihr habt doch wahrscheinlich auch den Markt in Deutschland beobachtet und euch da schlau gemacht, wie man das hier... Ich habe selber in Deutschland über 6 Jahre lang habe ich diese Rufnummern verkauft. Ah ja. Und kannte den Markt eigentlich recht gut und wollte eigentlich meinen ehemaligen Kunden sozusagen, wollte ich keine Konkurrenz machen und habe dann gesagt, okay, in Tschechien ist sonst keiner. Ja. Ist dort und siehe da, es hat funktioniert. Sind denn, so nach Auskunft deiner Mitarbeiterin, die dir das sicher erzählen, die tschechischen, nehmen wir mal die Anrufer, die Männer, die tschechischen Männer, ist das genauso wie hier in Deutschland? Wollen die dasselbe am Telefon oder sind die eher zurückhaltender oder sind die noch versauter? Die sind ziemlich hart drauf. Die sind hart drauf? Die sind ziemlich hart drauf. Inwiefern?
Also das ist, also die tschechischen Männer sind absolute Obermachos. Aha. Und ich sag mal, die Mädels, die auch bei uns arbeiten, und das sind wirklich alle Schichten vertreten. Ja. Mhm. Also wirklich von der Studentin bis zur Oma, die 70 ist, mhm. weil das Beste, was läuft bei uns, ist Analbabitschka. Analbabitschka heißt, Albabitschka ist Oma. Analbabitschka, das ist ja köstlich. Genau, das ja. ist das Beste, was läuft, und da muss natürlich auch eine Oma da sein. Ist klar, ja, natürlich. Wirklich alle Schichten vertreten, und es ist also wirklich... Es ist jeden Tag, lachen wir uns teilweise echt schlapp, was da für Gespräche geführt werden. Ja, ja, sofern du die verstehst, aber die übersetzen dir das dann oder erzählen es dir hinterher. Das kann ich, ja, und meine Frau übersetzt dann den Rest, aber das ist unglaublich, das kann man sich gar nicht vorstellen. Gibt es denn bei euch in Tschechien, jetzt in deiner Firma, da auch so Tabubereiche, so wie man das hier aus Deutschland kennt? Absolut. Also Tier- und Kindersex ist absolut tabu. Das ist absolut tabu, die Fantasien dazu. Absolut, nein. Ja. Wenn das zur Sprache kommt, sind die Agenten auch angewiesen, sofort das Gespräch abzubrechen. Ja. Wird das denn hin und wieder schon verlangt oder zumindest angesprochen, so dieser Bereich? Ja, ja. Immer wieder. Schlimmerweise. Immer wieder. Also du kannst es auch gar nicht ausschließen, weil irgend so ein paar Werte sind halt immer dabei. Ja. Wie ist denn so der Umgang mit den tschechischen Behörden, was so die Genehmigung anbelangt und die Beaufsichtigung? Ist es ähnlich wie hier oder ist es freier oder ist es restriktiver? Nö, also ist schon freier. Es ist freier. Mhm. Ja, kannst auch. Im Prinzip kannst du in Tschechien an jedem Kiosk kannst du ganz normale Pornos kaufen. Ja. Also ohne, dass es eingeschweißt ist, sonst irgendwas. Also Tschechien selbst ist eigentlich mit dem Thema Erotik und Sex eigentlich recht liberal. Ja. Du hast das gerade, glaube ich, am Anfang so gesagt. Ihr bietet auch Dienste für Frauen an. Also da sitzen auch Männer. Da sitzen auch Männer, ja. Da sitzen auch Männer. Ja. Ruft die tschechische Frau denn mal bei so einem Sexanbieter an? Also das ist gut, das ist mehr so ein, wie soll ich sagen, eigentlich so ein Domian-Thema, ja. Und sich halt beraten, ja. Aber da geht's halt nicht wieder um Sex, sondern wirklich um, ja, mein Partner, der ist nicht gut drauf und. Ach so, die Mädels wollen über die Probleme reden und bei den Jungs geht's hart zur Sache. Genau. So kann man sagen. Und da gibt's noch die Astrologie-Ecke. Ich vermute mal, dass da auch eher die Frauen anrufen, oder? Das ist auch 90% letztendlich. 90% sind Frauen. Ja. Aber auch selbst Leute, die rufen an, lassen sich vom wichtigen Termin dann sich die Karten legen. Ja, das ist klar, hoch. Ja. Das gibt's ja überall. Ja. Planst du denn oder plant ihr, deine Frau und du, ganz nach Tschechien umzusiedeln? Ja. Im April jetzt ziehen wir um. Ah, ihr zieht ganz um. Und wohnt dann in Prag? Ja, in der Ecke von Prag. Ja. Also, ist es denn, ist es einfach so als Deutscher? Ich meine, da gibt es ja immer noch viele... ja, die Vorurteile. Also ja. Wir haben immer mit uns beiden ein bisschen zu kämpfen. Die Deutschen haben gesagt, eine Tschechin, die ist wie nur dein Geld. Und die Tschechen haben gesagt, der verrückte Deutsche, eine Halbplatze und ein Mercedes. Ja. Mhm, das ist halt wirklich immer noch ein Klischee, was existent ist und wo du auch wirklich gegen ankämpfen musst. Ja. Das ist also nicht so einfach. Aber du könntest dir vorstellen, dass das durchaus dann deine Heimat wird und dass Prag dann deine zweite Heimatstadt dann sich... Also ich sag mal, ich bin dann so viele Mal Welt rumgekommen. Was heißt nicht in der Welt, sondern in Europa, in Deutschland. Ja. Ob das meine Heimat wird, weiß ich nicht. Ich bin einfach, ich fühle mich da zu Hause, weißt du, wo ich muss. Ja, mal gucken, vielleicht ist in 5 Jahren mich woanders. Aber das ist jetzt erstmal die Zukunft. Könntest du nach China gehen? China ist noch ein großer Markt. Ja, China ist zu restriktiv. Naja, das ändert sich vielleicht auch nochmal. Ja. Lieber Ulf, danke für den Anruf. Viel Erfolg dir und deiner Frau weiterhin. Alles klar. Alles Gute, tschüss. Auf. Renate ist hier. Renate ist 61 Jahre alt. Hallo Renate. Ja, schönen guten Abend, Herr Domian. Ja, hier guten ist Renate. Hallo, guten Abend. Auch zu unserem Thema ungewöhnliche Ideen erfolgreich umgesetzt. Ja, und zwar habe ich die Idee bekommen vergangenes Jahr. Das fing an so April, Mai, habe ich dann angefangen, Altenheime anzurufen. Mhm. Und jetzt tanze ich da in Altenheimen, Altenzentren. Was machst du da? Was ich da mache, ja. Ich tanze. Du tanzt? Das hatte ich gar nicht verstanden. Ja, Entschuldigung. Ach, du tanzt in Altenheim? Ich tanze in Altenheim und zwar war der Gedanke mir geboren worden. Also was ich jetzt sage, ist wirklich die Wahrheit. Mhm. Also ich war sehr verzweifelt, sehr unten und hatte sehr starke Probleme, also finanzielle Art, was auch nicht so ganz behoben ist. Also ich war sehr und... ja, und auf jeden Fall. Und dann
hatte ich mal wieder nachts nicht geschlafen, wie so viele, viele, viele Nächte. Mhm. Und ja, und dann kurz und gut. Und da sagte mir einfach, eine innere Stimme ist jetzt blöd, aber es war wirklich... Geh mal tanzen im Altenheim. Was kannst du dann am besten? Ja, ja, tanzen. Woher kannst du denn so gut tanzen? Ich tanze schon seit 61 Jahren. Meine Mutter pflegte zu sagen, dass ich schon im Mutterleib getanzt habe. Aha. Das ist jetzt wirklich so. Und hast du denn beruflich früher, warst du Tänzerin? Nein. Das nicht? Ich war keine Tänzerin. Ich wollte das immer gerne werden. Ja. Das war mein Lebenstraum. Ja. Aber ich bin 45 geboren in Köln-Sülz. Ja, da war nichts mit Tanzen, da hatten die Leute andere Sorgen. Da hatten wir andere Sorgen. Mhm, wir waren zu 6 Kinder. Verstehe. Und jetzt erzähl mir mal, was da abgeht. Jetzt gehst du in ein Altenheim. Ja. Du bist selbst 61 Jahre alt. Ja. Bist wahrscheinlich topfit, wenn du tanzt. Nein, ich habe Rheuma. Ich habe Fibromyalgie. Oh. Aber da ich ja ein Kölsch-Mädchen bin, ja. ich lass mich nicht unterkriegen. Also sobald wie ich tanzen gehe, ich tanze auch hier in Bad Rothenfelde-Hilter in der ja. Seniorentanzkreisgruppe. Dann ist der Rheuma, weg. Ist weg. Renate, jetzt erzähl mir, wie das abgeht. Ja. Ich kann es mir immer nicht vorstellen. Du gehst jetzt in ein Altenheim und tanzt dann alleine auf der Bühne vor den älteren Leuten. Ja. Was tanzt du denn da alleine auf der Bühne? Ich muss vorab nur noch eben gerade sagen, wenn ich das darf. Ja. Ich habe im April oder so angefangen. Ich habe knapp 100 Altenheime angerufen. Mhm. Und mich vorgestellt, darunter waren nur 3 sehr unfreundlich, alle anderen waren sehr aufgeschlossen. Mhm. Und dann, jetzt kommt's, und da habe ich dann auch, jeder war erstaunt, kam dann auch immer eine Pause. Und dass ich also kein Bayerisch tanze, kann ich als Kölschmädchen nicht. Ja. Und also nicht bayerisch, kein Bauchtanz, kein Techno oder Techno, ich weiß nicht, wie man das nennt. Ja. Und ansonsten alles angefangen aus den 20er Jahren. Ja. Charleston, Marika Röck, die ganzen, das ganze Repertoire. Also da kann so Operettenmusik kann da laufen und du machst deine Pirouetten dabei. Das sind mehr so Showtänze. Ja. Die ich mache. Aber immer allein, du hast da keinen Partner bei. Ja, brauche ich nicht. Beim Charleston denke ich mir so, Charleston kann man das alleine, ja, kann man doch alleine, ne? Charleston kann man sehr gut alleine machen. Ich tanze auch Sirtaki. Ja, das kann man. Aus dem Film Zorbas mit Anthony Quinn. Wunderbarer Film. Aber da kommst du aber so richtig dann ans Atmen, ne? Und Nee, also da muss man schon mit dem Hammer um den Kopf hauen, ehe ich aufhöre. Nee, also das ist mein, also wie gesagt, seitdem ich denken kann, ich konnte schon tanzen, ehe ich überhaupt laufen konnte. Warst du denn früher mal im Karneval irgendwie tätig als Tänzerin vielleicht? Nein, leider auch nicht. Das war auch mein Lebenstraum. Ich möchte mein Leben lang, wollte ich immer Funke-Mariechen sein. Mann, einmal im Leben einen großen Montagszug mal irgendwo auf dem Wagen oder Tanz, Renate, umso verrückter ist das ja, dass du jetzt in deinem Alter von 61 Jahren mit 60 angefangen hast. Dir diesen Traum erfüllst und jetzt vor Publikum tanzt und gefällst den alten Leuten. Also ich kann Ihnen sagen... Du kannst mich ruhig duzen, ich sage ja auch du zu dir, sonst ist das ja ungleich. Dann Obwohl ich die Sendung schon, ich weiß nicht, 10, 15 Jahre jede Nacht gucke. Und aber ist halt die Erziehung, die man noch hat von früher. Und auf jeden Fall... Also die Leute sind aus dem Häuschen. Ja. Ja. Es wird auch mit den Rollstühlen, werden sie hin und her, wenn ich da rot sind die Rosen. Oder heute habe ich einen Anruf bekommen... dann tanz, also ich freue mich so drüber, Valentinstag bin ich heute gefragt worden, dann bin ich Weiberfastnacht im Altenheim, klar. Rosenmontag, super. Und dann nennt man hier Rosendienstag, da habe ich gesagt, nee, das ist falschen Dienstag, hier ist ja nicht so viel, also ich wohne ja hier Kreis Osnabrück. Aha. Renate, wie lange dauert denn dann so ein Auftritt? Ja, also der Auftritt, der kleinste war 30 Minuten und ich tanze 2 Stunden. 2 Stunden tanzt du alleine auf einer Bühne? Ich tanze. Da bist du doch
komplett fertig damit? Nein, überhaupt nicht. Du hast aber eine dolle Kondition. Ich könnte es nicht. Ich tanze ja jeden Tag. Ich mache jeden Tag meine Gymnastik. Bist du dünn? Eine schlanke Frau? Ich habe Größe 38. Oh, ja. Und klar, bei den Aktivitäten wundert mich das nicht. Aber ja. Dann ist doch wahrscheinlich richtig Stimmung im Saal, ne? Ja, ich sag jetzt mal ob Kölle, ja. Wie man in Kölle sagen würde, da ist die Kacke am Dampf. Ja. Entschuldigung bitte. Du hast es gerade am Anfang so angedeutet, du kriegst dafür auch Kohle, ne? Ja, ich krieg keine Kohle. Ich sag jetzt Kohle, das kann ich nicht so die Sprache. Also ein bisschen Geld, du kriegst da schon eine Gage für. Ich bekomme eine kleine Aufwandsentschädigung, ja. Weil ich sage, manche fragten mich dann, ob ich das ehrenamtlich mache und dann habe ich gesagt, also wenn ich jetzt genug Geld hätte, würde ich es ganz bestimmt machen. Ja. Aber so bekomme ich 30 Euro oder mal 50 Euro. Das ist nicht viel, wenn du 2 Stunden auf der Bühne stehst für 50 Euro. Ja, ich weiß. Aber immerhin, besser auch wieder als nichts, ne? Ich weiß, ja. Aber wie gesagt, die Augen leuchten von mir, von denen. Und von den Leuten auch. Und die Hände strecken mich. Finde ich wunderbar, Renate, finde ich toll, dass du das machst. Ich finde deine Energie toll, wirklich. Du tust dir was Gutes, du tust den Leuten was Gutes. Ja. Da kommen Erinnerungen an früher auf, wenn du die ganzen alten Lieder spielst. Du hast dann so eine CD oder ein Band dabei, die legst du auf und dann deine Kleine. Mein Mann geht mit. Ach so. Der ist der Musikmeister, dann der Tonmeister. Aber wir sind schon fast 15 Jahre zusammen, ist halt mein Mann. Ja. Und der organisiert das im Hintergrund dann alles. Ja, alles, ich mache die ganzen Pläne, ich mache von A bis Z alles. Ja. Und er ist dann der Kapellmeister. mein Faktotum. Wo ist denn der nächste Auftritt? Der nächste habe ich in kleine Sekunde, jetzt bin ich ein bisschen, das ist in Osnabrück. In Osnabrück? In Altenheim Salzmarkt. Im Altenheim Salzmarkt? Und dann Weiberfassnacht bin ich, wo bin ich denn da? Ach so, in Altenheim in Lengerich. Ach so. Die Frau hat so viele Termine, die blickt gar nicht mehr durch. Nee, ich bin jetzt auch aufgeregt. Macht gar nichts. Ich kenne sie zwar schon ewig, aber dann... Mit dem Blut, das kommt nicht gut über die Lippen. Und dann Rosenmontag auch in Osnabrück. Ja, ich glaube, die Leute, die dich sehen wollen, die wissen dann auch Bescheid. Und ja, im Bürgerpark war ich im Sommerfest und die hatten mich jetzt da genommen und... Ja. Und dann in Glandorf. Aber die Orte, die sagen Ihnen ja nichts. So. Nicht so wirklich. Nee. Liebe Renate, ich gratuliere nochmal zu deinem Elan und finde das eine tolle Sache. Danke. Ich wünsche dir viel Kraft, das weiterhin zu machen, dass du Spaß hast und dass auch die Bewohner der Altenheime Spaß haben. Ich danke Ihnen, Herr Dummer. Alles Gute. Ja, danke schön. Tschüss. Gleichfalls. Tschüss. Mann, jetzt guckt die Renate seit so langer Zeit die Sendung und sagt Herr Domian zu mir. Habe ich ein schlechtes Gewissen, wenn ich du zu ihr sage. Naja. Hier ist Thomas. Thomas ist 30. Guten Morgen. Hallo, Herr Domian. Hallo, Herr Thomas. Ja, Thomas. Ja. Legen wir mal los. Ungewöhnliche Ideen. Ich bin gespannt. Ich mache Pepper-Partys. Was ist das denn? Pepper-Partys. Du kennst ja sicher diese Partys, ich nenne jetzt den Namen nicht, wo sich Frauen zu Hause... Ja, mit den kleinen Plastikdingern. Genau. Topper nennt man die, ne? Bitte? Topper-Partys, ne? Nee. Also ich mache was anderes. Du machst was anderes, ja. Ich mache das gleiche Prinzip, aber es geht bei mir um etwas schärfere Artikel. Ich ahne es schon, Pepper. Ist es irgendwas Schweinisches? Na, schweinisch will ich nicht sagen. Also es sind schon Produkte für Erwachsene. Aber es geht schon in die Richtung hauchdünne Erotik. Es sind Erotikartikel, ja. Es sind Erotikartikel. Genau. Also, wir zählen mal ein paar Beispiele auf. Dildo. Genau. Weiter. Vibrator. Vibrator oder eine Vibratorin. Genau, so. oder in Tierform gibt's auch. Gibt's auch. Es sind also die ganze Palette. Also alles, was du sozusagen in einem Sexshop bekommst, gibt's auch bei mir. Aufblasbare Frauen? Nein, gibt es nicht, weil das Ganze ist nur für Frauen. Achso, aufblasbare Männer? Moment, muss ich überlegen, gibt es glaube ich so ein oder zwei, genau. Ja. Hast du auch im Programm. Dann wahrscheinlich viele Dessous
Und Dessous, sexy Sachen zum Anziehen. Gleitmittel, alles. Liebeskugeln trägt die Frau ja gerne, immer wieder mal. Ne? Genau. Ja. So, jetzt gehst du mit deinem Köfferchen von all dem ganzen Schweinkram. Falsch. Ich gehe nicht selber hin, sondern das Ganze ist ja, wie gesagt, wirklich nur für Frauen. Ja. Das heißt, ich selber mache diese Partys nicht, sondern diese Pepper-Partys werden auch nur von Frauen gemacht und ich organisiere das Ganze. Achso, du bist der Geschäftsmann, das Gehirn des Ganzen. Genau. Du hast auch die Geschäftsidee dafür? Ich hatte die Idee dazu, genau. Achso, dann hast du deine Mädels, die gehen dann raus. Genau. Wie viele Frauen hast du, die rausgehen? Also im Moment sind es so rund 25. So viele? Ich finde es noch nicht so viel. Also nach meinem Geschmack können es Hunderte sein. Ist mir klar, du wirst ja auch verdienen. Genau. Aber das Unternehmen ist auch noch relativ jung. Wie jung ist das Unternehmen? So anderthalb Jahre. Und es dauert natürlich erst so eine ganze Zeit, bis sich das so ein bisschen rumspricht. Das ist wahrscheinlich viel Mund-zu-Mund-Propaganda, ne? Ganz genau. Also es sind auch Gäste, die dann mal später zur Beraterin wären. Also das ist so, dann treffen sich irgendwie so ein paar nette Frauen. 15 bis 20, ja. Trinken lecker Kaffee und machen Kuchen und sowas. Und dann wird die Mitarbeiterin von dir eingeladen. Genau. Und dann, die hat dann ihr Köfferchen dabei. Und dann werden die Accessoires so rausgeholt. Genau. Und dann gibt es Kreischerei. Also, oder auch nicht. Oder auch sachliche Gespräche, ne? Ganz klar. Also und man glaubt es nicht. Also das hat auch wirklich immer noch einen Aufklärungseffekt, das Ganze. Ehrlich, immer noch? Ja, man meint immer, dass durch die Medien und so, dass das alles total liberal ist. Aber ich habe also auch Beraterinnen in ländlichen Gebieten und da kriege ich teilweise, ich kriege das ja immer nur sozusagen aus der Distanz. Genau, du warst ja noch nie dabei. Du kriegst es ja nur erzählt. Ein einziges Mal war ich dabei, da ist eine Beraterin erkrankt und das war hier in Bonn, da bin ich dann persönlich hingefahren. So. Und das haben die Frauen akzeptiert, dass du das dann gemacht hast? Ein paar haben abgesagt, als sie erfahren haben, ein Mann kommt, aber die meisten haben es akzeptiert, doch. Also wenn ihr in ländliche Gebiete geht, hast du das Gefühl, dass das auch noch eine Aufklärungsquote ist? Was zum Beispiel, was weiß man da nicht oder was wusste man da nicht? Also es ist so, dass generell gar nicht die Kenntnis da ist, dass es überhaupt solche Produkte gibt. Mhm. Und da sind ja wirklich einfach harmlose Sachen dabei. Also ich denke, mein Gleitmittel ist jetzt nichts, wo man sich irgendwie genieren muss. Ja. Aber da sind dann eben doch viele, die eben sich nie in einen Sexshop getraut haben. Aber mich wundert, dass die Frauen, die das nicht wissen, dass die dann zu so einer Party kommen. Es ist die Neugier, die siegt. Also viele zieren sich am Anfang und möchten erstmal nicht zur Pepper Party kommen. Mhm. Und am Ende siegt dann eben doch die Neugier. Und könnt ihr mir auch vorstellen, dass das im ersten Moment, da sitzt ja vielleicht die Nachbarin vom Nachbarhof und die Frau vom Lehrer oder weiß ich was, wenn es auf dem Land ist, dass die Frauen sich da auch erstmal ein bisschen genieren. Das ist bestimmt so. Aber wenn der erste große Dildo rausgeholt wird, ist erstmal Schweigen im Walde, ne? Oder? Nee, Schweigen nicht. Also erstens, das entwickelt immer eine Eigendynamik. Also das ist ja auch einfach was Lustiges. Also wenn die Beraterin das mit Humor macht, dann lockert sich die Stimmung da wahnsinnig schnell auf. Mhm. Und zweitens sind ja alle Beteiligten in der gleichen Situation. Klar. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass am Anfang schon so ein bisschen eine Hemmung da ist, aber wenn das einmal gebrochen ist, dann redet man. Was ist denn der Artikel, der am besten geht? Der Artikel, also es gibt Liebeskugeln. Habe ich es mir doch gedacht. Neuerer Generation, die also aus Silikonmaterial sind und sehr leise sind und also auf die Haut nicht irgendwie reizen. Ja. Die laufen besonders gut. Und ja, ich würde sagen, das ist so der Topseller. Die Liebeskugeln. Genau. Also wenn eine Frau eine Freude machen kann, so zum Valentinstag zum Beispiel, könnte man ein Set moderne Liebeskugeln kaufen. Ganz genau. Ne, das wäre eine gute Idee, vielleicht für die Jungs auch. Aber wie sollen die das kaufen? Die können ja nicht zu einer Pepper-Party kommen. Na, die kriegst du ja auch woanders. Ich meine jetzt so grundsätzlich, mit den Liebeskugeln ist das ja eine ganz gute Sache. Das stimmt. Ist das denn auch preisgünstiger bei dir, als wenn man in einen Sexshop geht? Preisgünstiger nicht unbedingt, aber darum geht's eigentlich auch nicht so. Es ist einfach ein komplett anderes Einkaufserlebnis. Mhm. Es ist so, man liest zwar immer wieder, dass Sexshops heutzutage auch mehr von Frauen frequentiert werden, aber die Erfahrung sagt eigentlich, es sind doch weiter 80-90% Männer. Ja. Und da ist doch dieses Shopping zu Hause einfach völlig anders. Verkauft ihr denn auch so, ich sag mal so, erotische Literatur oder Pornos für Frauen?
Also Pornos nicht. Es gibt gibt bei Pepper Partys einfach so eine gewisse Schamgrenze, sag ich mal. Es werden bestimmte Grenzen halt nicht überschritten. Ja. Also Pornografie ist halt einfach nicht dabei. Ja. Bücher ist auch ein kleines Sortiment dabei. Ja. Und wir haben gerade schon gesprochen über so Dessous und solche Dinge. Probiert man die Sachen dann noch an? Die probiert man auch an und führt sie sich gegenseitig vor. Genau. Das ist ja auch scharf, da würde ich ja gerne mal Mäuschen spielen. Die führt man dann vor. Genau. Und dann entscheidet die Nachbarin und sagt, ja, Inge, kannst du kaufen. Sieht gut aus. Genau. Wird sich Karl freuen, wenn du es anhast. Genau. So, genau. Ne? Ja. Ist es denn auch, wie ich es gerade so flapsig gesagt habe, dass die Frauen wirklich dann so Kuchen essen und Kaffee trinken dabei? Oder? Das muss man sich ganz genau so vorstellen, wie bei diesen Partys mit Plastikschüsseln. Es ist also eine ganz normale Atmosphäre. Es gibt vielleicht ein Gläschen Sekt, Kuchen, irgendwelche Knabbereien. Ja. Ganz normal. Und wie lange dauert dann so ein... Ja, ich würde sagen, 2 Stunden. 2 Stunden. Ja. Gibt es denn auch Frauen, die dann immer wieder kommen oder sind das immer so einmalige Gäste? Also so wie ich das sehe, ich kann das dann halt immer sehen, was an Bestellungen reinkommt, sind da doch einige Stammgäste dabei. Ja, oder das ist bei den anderen Partys, glaube ich, auch so, da geht man so reihum, ne? Da macht die mal die lädt ein. Ja, das sind dann die Gastgeberinnen. Die Gastgeberinnen, genau. Das Prinzip ist auch so, dass bei einer Pepper Party kann also auch die Gastgeberin dann geschenkt bekommen. Das ist also auch so, ja. Was es alles gibt, das ist verrückt. Ja, aber eine interessante Idee, und wenn die Leute so aufgeschlossen sind und das machen und da hinkommen, warum nicht? Ja. Und vor allen Dingen ist es dann auch noch ein Serviceangebot für die Landbevölkerung, wo nicht an jeder Ecke ein entsprechender Laden ist oder ein Shop ist. Und was man nicht vergessen darf, also die Pepper Partys Beraterin, die verdienen natürlich auch ganz gut. Also immerhin 25% vom Umsatz gehört zu einer Beraterin, und das ist also, sag ich mal, dafür, dass es ja in erster Linie doch Spaß ist. Es ist ja nun keine harte körperliche Arbeit. Na gut, aber wenn du es 10, 15, 30 Mal gemacht hast, ist es schon auch Arbeit, ne? Wo du es schon professionell irgendwie runter abziehen musst. Und du musst es freundlich machen, du musst es lustig machen. Und klar, man verdient es nicht im Schlaf. Ja, ich sag mal, man kann also locker binnen 2 Stunden 500 Euro Umsatz machen. Ja. Also muss man sich einfach überlegen, wenn da 10 Frauen zusammen sind und jeder bestellt für 50 Euro, dann hat die Beraterin schon ganz gut verdient. Ich wollte zu den Frauen noch was fragen. Das ist vom Altersdurchschnitt oder von wie das Spektrum, wie ist das? Eher jüngere? Bei den Beraterinnen meinst du jetzt? Nee, bei den Kundinnen. Bei den Kundinnen, ja. Also es war wirklich von 18 bis, ich sag mal, ich glaube 76 waren die Ältesten. 76. Alles vertreten. Also das Schwerpunkt liegt schon so bei, sag ich mal, Mitte 30 bis Mitte 40. Ja, hätte ich es auch so getippt. Ja. Lieber Thomas, das war interessant. Ja. Alles Gute, viel Erfolg weiterhin. Ja, danke dir. Tschüss. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer, unsere kostenfreie Telefonnummer, wenn ihr mich hier erreichen wollt, zu unserem heutigen Thema ungewöhnliche Ideen erfolgreich umgesetzt. Wer von euch hatte eine erfolgreiche Idee und hat vielleicht auch gegen den Rat von allen anderen Leuten gesagt, das mache ich jetzt. Das können so Geschäftsideen sein, wie wir es gerade gehört haben. Könnte aber unter Umständen auch eine Idee vielleicht von einer ungewöhnlichen Form des Zusammenlebens mit anderen sein. Es könnte auch irgendeine Aktion in Sachen Liebe und Erotik sein, um vielleicht einen anderen Menschen zu erobern oder zurückzugewinnen. Und das ist dann gelungen. Wie auch immer, 0800 220 50 50. Hier ist die Gabi. Gabi ist 44. Guten Morgen, Gabi. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Gabi. Hallo. Ja, erzähl, ich bin gespannt. Ja, also ich bin ganz stark sehbehindert. Ich habe so zwischen 5% und 10% Sehkraft. Mhm. Und das ist eine schleichende Geschichte bei mir. Also ich habe früher mal so 30-40% gehabt, und das ist eben halt langsam weniger geworden. 5%, da stelle ich mir vor, dass man fast überhaupt nichts mehr sieht. Irgendwie also, nur Konturen oder? Ja, ein bisschen mehr schon. Also ich sehe zum Beispiel Hell-Dunkel-Kontraste sehr gut. Mhm. Also ich kann da einen hellen Pullover ganz gut sehen vor dem dunklen Hintergrund. Ein Hemd ist das. Das kannst du schon nicht unterscheiden. Nee. Ne? Ja. Also auch eine dicke Brille nutzt auch nichts. Nee, die Brille kann das nicht ausgleichen. Aber immerhin sitzt du vorm Fernseher und kannst mich wahrnehmen.
und sehen. Ja, also ich sehe jetzt die Bewegung auch, wie du machst. Mhm. Aber ich kann zum Beispiel nicht sehen, dass du den Mund bewegst und die Augen sehe ich so als dunkle Schatten, ja, sag ich mal so. Ja. Also wenn du jetzt blinzeln würdest oder mir die Zunge rausstreckst, kannst du das ungestraft machen. Könnte ich jetzt während des Gesprächs immer wieder mal machen. Das wäre nicht nett. Ja, das wäre nicht nett, das stimmt. Ja, und ich fotografiere seit meinem 18. Lebensjahr. Und ich habe mich vor 2 Jahren in Bremerhaven selbstständig gemacht. Ach. Und habe eine Firma gegründet, die nennt sich Blindfischfotografie, die Welt aus einer anderen Sicht. Und seitdem verkaufe ich Glückwunsch- und Grußkarten von meinen eigenen Fotos. Aber das ist ja völlig verrückt. Da fotografiert eine Frau, die nicht sehen kann, was sie fotografiert. Ja, also ich erahne viele Sachen einfach. Und ich kann natürlich auch vieles aus der Erinnerung heraus fotografieren. Du fotografierst alles, Landschaften, Menschen, Gegenstände, alles. Also Menschen ist schwierig, also wenn mich jetzt jemand bitten würde, auf seiner Hochzeit Fotos zu machen, würde ich sagen, nee, das mache ich nicht, weil das ist mir einfach zu riskant, weil ich eben halt nicht sehen kann, ob der Mund schief hängt oder das Auge gerade zu ist und solche Sachen. Also liegt denn der Reiz dieser Fotos eventuell auch darin, für den Konsumenten, für den Käufer, dass sie so etwas, ja eher vielleicht auch so Zufälliges haben, fast etwas Improvisiertes haben? Wie soll ich das sagen? Das also ist ja ein Zufallsprodukt. Ich merke schon an der Reaktion der Kunden, also ich stehe auf Kunsthandwerkermärkten zum Beispiel hier in der Region und ich beliefere auch Geschäfte mittlerweile mit meinen Karten und die Resonanz ist eigentlich so, dass die Leute sagen, es sind andere Fotos und andere Grußkarten, als man sonst sieht. Aber ich habe eigentlich einen sehr großen Blick fürs Detail, weil ich... Aber du kannst das Detail doch nicht sehen. Ich gehe sehr bewusst mit meiner Umwelt um. Ich muss mich eigentlich immer konzentrieren, wenn ich laufe. Ich kann mir das nicht erlauben, wie viele Leute so in Gedanken durch die Gegend zu laufen und ach, was kochst du heute Mittag und so, sondern ich bin eigentlich immer irgendwie am gucken, was ist rechts, was ist links, da ist eine Bordsteinkante. Ist es denn so, dass du die Sachen, die du fotografierst, vielleicht vorher betastest, um ein Gefühl dafür zu kriegen? Nein, also ich gehe dicht dran an die Sachen. Und ich benutze die Kamera wie ein Fernglas, wie ein Fernrohr. Also wir haben hier mehrere Leuchttürme in der Gegend. Da weiß ich halt, dass da und da ein Leuchtturm steht. Und dann gehe ich also wirklich ganz lange intensiv um diesen Leuchtturm rum, gucke mir den von verschiedenen Perspektiven aus an, gucke durch die Kamera, zoome mir das Bild näher ran, dass ich einen anderen Bildausschnitt habe. Wir haben zum Beispiel hier bei deinem einen Leuchtturm ist ein Hafen mit Schiffen. Aber es ist immer verschwommen, ne? Es ist alles verschwommen. Es ist immer verschwommen. Das heißt, ja, aber in dem Moment, sag ich mal, wo ich durch die Kamera gucke und das Tele einsetze, kann ich zum Beispiel halt sehen, ob jetzt dieser Leuchtturm von einem Schiffsmast verdeckt wird oder ob das wirklich der Leuchtturm ist, der da hinten ist. Was ist an diesen Bildern attraktiver als an Fotos, die wirklich von Sehenden gemacht wird? Ich wohne jetzt hier seit 20 Jahren in der Gegend. Ich komme eigentlich aus Hamburg. Und vielleicht einfach, weil ich bewusst und offen mit offenen Augen durch die Gegend gehe. Ich glaube, ich stelle mir das gerade die ganze Zeit vor, dass ich eine dicke Glas, vielleicht so eine Cola-Bodenbrille aufhänge. um mir das vorzustellen, dass ich nur noch so verschwommen sehe. Ja. Ich muss mir ein bisschen vorstellen. Und wenn ich mir dann wiederum vorstelle, ich würde Fotos machen. Vielleicht liegt auch der Reiz wirklich in dieser Fotos darin, dass sie eine gewisse kreative Zufälligkeit haben. Obwohl du sie genau auswählst. Aber es bleibt ja so ein gewisser Bereich, den du nicht einschätzen kannst. Also ich sag mal so, fotografieren hat ja nicht nur was mit den Augen zu tun, sondern auch wirklich, wie du sagst, mit Kreativität, mit Ideen und wie man Ideen umsetzt. Ja. Und viele Leute kaufen sich eine sauteure Kamera und reißen die hoch und drücken ab und sagen, das kann ich bestimmt ganz tolle Fotos machen. Und ich sag mal, wer 100% Sehkraft hat, hat noch lange nicht das Gespür fürs Motiv. Ja, überhaupt nicht. Und ich finde es irre spannend, was du da machst. Ich würde die gerne mal sehen, solche Fotos. Kann man die im Internet sich angucken? Also so weit bin ich noch nicht, weil ich sag mal, ich bin natürlich schon ein bisschen auf Hilfe angewiesen. Ja. Wenn mein Lebensgefährte nicht wäre, wird das Ganze nicht funktionieren. Also der sichtet, im Moment habe ich noch eine analoge Kamera.
Und der sichtet also hinterher mit mir die Fotos, die ich gemacht habe, und sagt, du, das Bild, das kannst du nicht nehmen, das ist aber unscharf. Wo ich dann sage, ah, das ist aber so schön. Ja, das ist unscharf, das kannst du nicht nehmen. Mhm. Also das sind Sachen, die mir nicht immer... Also so eine gewisse Hilfe ist schon nötig noch von jemandem, der 100% ja, sehen kann. Ja, also ich klebe die Karten auch alle selber auf. Also das sind so Klappkarten, wo dann eben halt vorne so... aufrichtige Anteilnahme für Trauerkarten und so Sachen draufsteht oder eben halt auch für Firmen Innendruck, dass die Firmen eben halt auch ein paar besondere Karten aus der Region haben und er druckt die Sachen dann mit einem Spezialdrucker dann in die Karten rein. Ich klebe die Fotos auf und er kontrolliert, ob die gerade geklebt sind, ob da Flecken drauf sind und solche Sachen. Aber leben kannst du davon nicht, das ist so ein Zubrot oder... Also es entwickelt sich langsam, es ist also nicht so, dass ich da richtig von leben könnte. Es ist ein nettes Zubrot und es wird mehr. Es wird mehr. Und dann dein Mann ist er eigentlich auch Fotograf, oder? Nee, also mein Lebensgefährte ist vom Beruf gelernter Klavierbauer und wird jetzt wieder ein erster Anrufer, demnächst Berufsschullehrer. Also auch eine kreative Familie, Klavierbauer und Fotografin. Ja. Also das schon, er fotografiert teilweise auch. Also ich habe zum Beispiel letztes Jahr angefangen, eine Fotoserie zu machen mit Weihnachtsbäumen in Kirchen, von ihnen zu Weihnachten hat für die Karten. Das sind Sachen, die ich nicht mehr umsetzen kann. Ja. Also in dem Moment, wo ich in der Kirche mit diesem diffusen, schummerigen Licht, ich habe zwar noch eine Idee, dass da rechts der Altar, links der Baum und dass eben halt der Stern über dem Baum dann so hängen soll, dass das aussieht, als wenn der Stern im Baum drinnen an der Spitze steht, so solche Sachen. Mhm. Aber in dem Moment, wo ich durch den Sucher gucke, kriege ich das nicht mehr umgesetzt, das macht er dann. Aber ich sag mal, eigentlich habe ich den Ehrgeiz, meine eigenen Fotos anzubieten. Also auch eine Frau, die tatkräftig ist und gesagt hat, trotz meiner Sehbehinderung, ich mache da was draus. Ja, das macht einfach unheimlich Spaß und ich merke immer, dass ich immer neue Ideen habe. Es ist ja befriedigend wahrscheinlich auch, ne? Ja, also das ist ein tolles Gefühl, gerade wenn die Leute dann am Stand stehen und da an den Karten rufen und sagen, mein Gott, und was haben sie denn da? Und ach, und sie haben auch Motive, die habe ich ja so noch nie gesehen. Man könnte ja mit diesen Motiven auch tolle große Fotoausstellungen machen. Das würde sicher viele Besucher anziehen. Das ist viel geplant. Das muss ich sehen. Also wenn das jemand gut in die Hand nimmt zum Vermarkten und von der Werbung her, ist das, glaube ich, eine hochinteressante Sache. Ich würde sofort hingehen und mir das angucken. Ja, ich kann mal sehen, ich kann meinen Freund ja mal bitten, weil ich kann selber keinen Computer bedienen, aber ich kann ihn ja mal bitten, dir mal so 2-3 Motive morgen rüber zu mailen. Sehr gerne. Hast du sie mal da? Dann würde ich mir das mal angucken, ja. Liebe Gabi, das war interessant und auch sehr interessant und ich wünsche dir viel Erfolg, Erfolg. Vielleicht darf ich ganz kurz sagen, wo ich das nächste Mal zu finden bin? Na, natürlich, klar. Das ist in Bremerhaven im Marschenhaus, da ist eine Osterausstellung, da bin ich und ansonsten bin ich ganz häufig in Derbstedt im Heimatmuseum. Ja, und diese Osterausstellung ist, wie sie schon sagt, dann über Ostern. Ja, also ist jetzt nicht direkt Ostern, aber ich sag mal, Marschenhaus ist hier eine bekannte Institution und Derbstedt Heimatmuseum, da sind ganz viele Kunsthandwerkermärkte da. Also ihr Bremerhavener, dann geht da mal hin und guckt euch das mal an. Und so die ganze Gegend, das Maritime und so, das sind schon tolle Motive. Alles Gute und viel Erfolg. Ja, danke. Ne? Tschüss. Okay, tschüss. Und hier ist der Udo. Udo ist 61, guten Morgen. Guten Morgen, Jürgen. Ja. Hallo Udo. Ich habe etwas, guten Morgen, ich habe etwas außergewöhnliches Thema, also ganz sittsam. So, ich bin Förderhinder und schwerbehindert und habe viel, viel Zeit. Ich habe das erst nicht verstanden. Du bist schwerbehindert, das habe ich verstanden. Und davor, was hast du da gesagt? Ich bin schwerbehindert, gehbehindert, ein Hüftschaden durch einen Unfall und habe natürlich viel Zeit. Ich kann kaum gehen oder nur mit Gehhilfe und habe viel Zeit. Und habe in einem Bauernhof, so einem alten Bauernhof mit Fachwerk gewohnt. Und jeden Abend dieser Krach mit den Madern, diese flinke Mader. Sind zwar schöne Tierchen, ich bin sehr tierlieb, aber die richten unheimlich Schaden an. Die haben mir die Kabel im Auto zerbissen, die Schläuche zerbissen. So, und dann habe ich nächtelang Bücher gewälzt, die Verhaltensweise der Mader, was sie machen. So, und habe dann... Während du sie oben gehört hast. Ja, sicher. Ich konnte nicht schlafen. Es war eine Ablenkung. Ich wollte mich ablenken mit dem Lesen. Mhm. Aber ich habe das Gute und das Angenehme mit Nützlichen verbunden und habe dann eben Bücher über Marder gelesen. Ja, ja.
so und habe dann herausgefunden, mir hat mal so ein ganz alter Opa, der konnte kaum noch seine Flinte halten, der hat mir mal gesagt, was ich nehmen sollte. Und zwar kann ich euch sagen, die Jäger, die nehmen ja um den Wildverbiss, wenn die Jagdfechter irgendein Waldstück kaufen und nebenan ist ein Stück Feld und die Wildschweine zerwühlen das Feld, dann sind die Jäger dafür haftbar und müssen das bezahlen. Und dann hängen die irgendwelche Läppchen mit diesem getränkten Mittel. Also getötet dürfen, die stehen unter Artenschutz, die Marder dürfen nicht getötet werden. Ja. So, und damit halten diese ab. Und das habe ich als Trägerstoff genommen und noch drei Zusätze, die ich natürlich nicht nennen möchte. Weil es deine Idee ist. Meine Idee. Die habe ich mit vielen Misserfolgen in Zeitraum von 2 Jahren rausgefunden. Im kleinen Labor zu Hause zusammengemixt. Richtig. Und wieder probiert und hat wieder nichts geholfen. Enttäuschung und. Und dann hat es eines Tages geholfen. Ich habe nichts mehr gehört. Das heißt, du hast so kleine Läppchen oben auf den Speicher gehängt? Ja, ja. Und die Läppchen stanken, weil da deine Tinktur drauf war? Richtig. Und der Marder mochte dieses Geruch auch nicht? Richtig. Und der Marder hat Reis ausgenommen? Ja, und zwar der Marder markiert, wie viele Tiere, sein Revier mit urinieren, mit hinpinkeln, mit hinkacken, in gewissen Stellen, in gewissen Höhen. Und dass er das sein Revier ist, die Geruchsstoffe. Ja. So, und dann habe ich dies in der Nachbarschaft, hätte ja Zufall sein können, in der Nachbarschaft rumgefragt, habt ihr Marder? Ja, ja, haben wir Marder, wie jetzt so in der Eifel ist, wir haben Marder, so und so alles ausgebracht. Und die sagten 2 Tage später, die Marder sind fort. So, und dann habe ich mal im Internet in einem Forum geguckt, da hat sich ein junges Mädchen, hat sich bitterböse ausgelassen, sie wüsste keinen Rat mehr, die Marder, die würden so, sie könnte keine Nacht schlafen. Dann habe ich ihr das wirklich deutlich geschrieben, was ich genommen habe. Also alles, auch dein Geheimnis. Ganz, da war eine Art dumm, aber ich wollte dem Mädchen helfen. Klar, ja. Ne? Es hat mir irgendwie leid getan, weil ich ja wusste, wie die Marder Krach machen können. Ja. So, und ab dann ging der Verkauf los. Ich habe insgesamt bis jetzt, mein gut, im Zeitraum von 7 Jahren, habe ich jetzt 730 Kunden ohne Werbung. Ach, das ist ja verrückt. Das wird von Mund zu Mund weitergegeben. Und dann sitzt du da zu Hause bei dir und machst diese Flüssigkeit zurecht und verkaufst die da. Ich muss die Flaschen kaufen, ich sauf das Zeug, misch das zusammen, versandfertig zusammen, füll die ab. Etikettiere die, ich habe einen Computer, etikettiere die und bringe sie zur Post. Und bringst du zur Post? Was kostet so ein Fläschchen? Inklusive Porto kostet ein Fläschchen 18 Euro, 100 Milliliter. 18 Euro, wie viel hast du daran verdient? Da habe ich daran verdient 1,82 Euro. Och, mehr nicht. Nee, ich muss in dieser Verdienstgrenze bleiben, dieser Zuverdienstgrenze bleiben. Da muss ich vorsichtig sein. Aber das ist ja pfiffig. Ich habe in der Schweiz habe ich Kunden. Ich habe in Österreich Kunden, in Luxemburg. Und du in lebst Belgien. Du lebst in der Eifel, hast du gerade gesagt. Ich lebe in der Eifel. Das müsste sich doch in der ganzen Eifel rumgesprochen haben und da gibt's keine Marder mehr, oder wie? Ja. Selbst letztens hat der letzte hier war selbst abgeholt, hat die kommen auch hier zu Hause bei mir holen das Zeug ab. Ja. War der Direktor von der Raiffeisenbank. Der hat sich das Zeug geholt. Sag mal, wie viele Läppchen muss man denn aufhängen? Nicht viel. Die mussten Läppchen trinken. Also ich gebe meistens, kennst du diese Fläschchen von, was man trinken kann? Die ganz kleinen Fläschchen mit 20 Milliliter. So, wo so Joghurtzeug drin ist? Das ist so ein Fläschchen, durchsichtiges Fläschchen. Ich komme auf den Namen nicht. Egal. Und das lege ich als Probepäckchen. Und das 20 Milliliter reichen aus, um eine Erstbefüllung zu machen und dann irgendwo hinzulegen. Auch an Autos, habe ich gesagt, am besten habe ich eine Gebrauchsanweisung beigedruckt. Stimmt, man hat das Problem ja, dass die Viecher einem die Leitungen zerbeißen. Richtig. Das heißt, man legt das Läppchen in den Motor rein. Ich sage immer auf den Bremskraftverstärker, dann kann nichts, manche machen es, die haben ja die neuesten Autos haben ja die Frischluftansauger fürs Innere vom Auto und dann, das ist nicht angenehm, es stinkt ein bisschen. Ja. Die Nase gewöhnt sich schnell dran. Aber wie lange hält das denn vor? Muss man denn ständig das Läppchen tränken? Ich schreibe vor, das erste Mal alle 4 Wochen. Alle 4 Wochen. Und ich habe eine Kundin, die schwört Stein und Bein, ich könnte den Namen jetzt so sagen, die schwört Stein und Bein drauf. Die im Internet hat die das, im Forum hat die das paar Mal schon, die Leute, die gezweifelt haben, hat die den E-Mails geschickt.
Ne? Und ich habe von Leuten aus dem Gießener Raum, die haben das Dach neu decken lassen. Mhm. Das ganze Dach mit Maschendraht, mhm. Kaninchendraht mhm. Beziehen lassen. Mhm. Und die hatten keinen Erfolg. Wo der Marder mit dem Kopf durchkommt, kommt er ganz durch. Aber nochmal die Frage, muss man dann immer dieses Zeug nehmen oder hat man dann irgendwann... Nein. Irgendwann ein, ist gut. Zweimal anwenden und dann ist es gut. Und dann kommt der definitiv nicht wieder. Nein, dem wird suggeriert, hier ist ein stärkerer und den Preis aus. Ach so, aber was bist du dann für ein cleverer Kerl, dass du dass du diesen Geruchsstoff, was immer das sein mag, rausgekriegt hast. Nur so viel, ich will dich da gar nicht bedrängen. Hast du das ganz erfunden neu oder ist es etwas, was du entdeckt hast? Das muss ich kaufen. Das zweite ist Eukalyptusöl. Ja. Und dann die beiden anderen Zeilen, die werden ein bisschen... Ne? Es ging sogar so weit, es war letztens jemand hier aus dem Gießener Raum und hat mir geboten, für diese Mixtur 6.000 Euro geboten. Boah. Aber und du warst hart. Eine monatliche Rente von 3.000, jährlich von 3.000 Euro. Mhm. Er wollte es ganz groß aufziehen. Und ich habe gesagt, nee, ich verdiene mein Geld so. Also du möchtest das auf jeden Fall so weitermachen wie bisher hast Spaß auch daran und ist ja auch ein tolles Erfolgserlebnis, wenn man sowas geschafft hat. Ich kann den Leuten helfen, das ist für mich, das hört sich mal blöd an, nö. Das ist für mich maßgebend. Ja. Lieber Udo, das war sehr interessant, wirklich. Viel Erfolg weiterhin und wenn ich mal Marder-Probleme habe, glaube ich zwar nicht, weil ich im Neubau wohne, aber wer weiß, dann werde ich mich mit dir in Verbindung setzen. Alles klar. Alles Gute. Schönen Abend noch. Danke. Tschüss. Und Christian ist 39. Guten Morgen. Guten Morgen, Nomia. Hallo Christian. Was hast du für eine Idee gehabt? Ja, ich habe mit einem Bekannten zusammen eine Trennungs- und Rückholagentur gegründet. Eine Trennungs- und Rückholagentur? Genau. Das heißt, also erklär mal. Ja, ganz einfach. Wir machen also, beenden professionell Beziehungen. Achso, wenn ein Paar nicht mehr weiß, eigentlich keinen Bock mehr hat, die kommen zu euch und ihr macht das dann. Ja, es ist mehr eigentlich so, dass wir so im Bereich tätig sind, also die Hauptkundschaft sind mehr so diese One-Night-Stand oder kürzeren Beziehungsgeschichten, die sich so im Rahmen 2, 3, 4, 5 Monate abspielen. Da ist es einfacher. Ja, wahrscheinlich. Ja. Wie macht ihr das denn dann, wenn einer will und der andere will nicht zum Beispiel? Ja, dann ist es also so, der Auftraggeber, also in Anführungszeichen zu 90% ist es die Auftraggeberin, setzt sich mit uns in Verbindung. Mhm. Wir spielen die ganze Geschichte durch, worum es eigentlich geht. Sind wir im rechtlichen Rahmen überhaupt befugt, sage ich mal, oder können wir das machen? Und welche Hintergründe sind da? Wenn das alles passt, nehmen wir eben halt mit der betreffenden Person telefonisch Kontakt auf, vereinbaren einen Termin und versuchen das Ganze eigentlich ruhig und sachlich über die Bühne zu bringen. In der Regel sind das ja Männer, die ihr dann aufsuchen müsst. Genau, wie du gerade reagieren die nicht schroff und vielleicht auch irgendwie aggressiv, wenn da... Eigentlich weniger. Also bei manchen ist es wirklich so, gerade bei den One-Night-Stand-Geschichten, dass sie es einfach nicht kapiert haben. Ne? Dass die Frauen also da wirklich 20 Mal gesagt haben, pass auf, ruf bitte nicht mehr an, vergiss meine Adresse. Und wenn dann von außen noch was dazukommt, dass man einfach sagt, pass mal auf, Kollege, das ist folgendermaßen, das war jetzt eine schöne Nacht, alles drum und dran, aber das Mädel hat echt kein Interesse und vergiss es einfach. Das wird jetzt also nicht die Beziehung fürs Leben, akzeptier es. Also ihr habt noch keinen auf die Nase gekriegt? Nein, absolut nicht. Was heißt denn Rückholaktion? Wie hast du es gerade gesagt? Rückholagentur, also das... Die Idee ist eigentlich daraus entstanden, dass von einer guten Freundin die Tochter mit ihrem Freund Schluss hatte und diverse Sachen in der Wohnung noch waren und sie sich einfach nicht getraut hat, diese Sachen zurückzuholen. Ach so, dass man geht. Diese Geschichte im Prinzip entstanden. Also ihr holt dann auch noch Gegenstände aus der Wohnung, wenn sich Leute getrennt haben? Zum Beispiel auch. Also wenn das wirklich so zerstritten ist, dass man nicht mehr miteinander reden will, das ist eigentlich der Regelfall. Verstehe. Dass man einfach sagt... das sind auch überwiegend Männer, die dann sagen, pass mal auf, da steht noch das und das, ich will es einfach wieder haben. Ja. Kriegt ihr das hin, kriegt ihr es nicht hin. So, da muss aber eindeutig wirklich die Rechtslage klar sein, dass das wirklich persönliches Eigentum ist. Könnt ihr mir vorstellen, dass das nicht funktioniert bei weiß ich jetzt, sehr langen Beziehungen oder langen Ehen. Eben, da geht das ist dann nicht so einfach zu... Dafür gibt es die Anwälte. Da gibt es die Anwälte oder professionelle Leute, die sich damit wirklich beschäftigen. Richtig. Das ist eher so die leichteren Sachen macht ihr. Genau. Und das funktioniert auch.
Es funktioniert und es ist im Moment eigentlich auch so ein bisschen trendy. Ja, ja, klar. Ganz ehrlich sagen. Ja, weil die Leute auch Angst haben. Wiederum ist es heute einfach, man kann per SMS Schluss machen. Mhm. Aber wenn das dann jemand so wie ihr dann noch persönlich erklärt, vielleicht alles und... Ja, dann sage ich mal vom Niveau vielleicht ein bisschen höher als hier. Was kostet denn so einmal euch in Anspruch nehmen? Also wir rechnen das grundsätzlich vom Arbeitsaufwand stundenmäßig ab. Also wir berechnen also 18 Euro für die Stunde und dann kommt eben halt noch Telefongebühren, sprich Kilometerpauschale etc. dazu. Ja. Na, also ich sag mal, eine einfache Trennung in Anführungszeichen, also im Umkreis liegt dann ungefähr so bei 35 Euro. Ja, kann man sich ja leisten. Das denke ich mal doch. Mann. Christian, danke und schön, dass du noch durchgekommen bist. Alles Gute, viel Erfolg. Dankeschön. Tschüss. In der Technik war Malte E-Mails. Morgen sind wir auch wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen und 1 Festival. Ich wünsche euch eine gute und schöne Nacht. Bis morgen. Bye bye.